und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin heute mit dem Dirk im Nismo GTR unterwegs. Wir hatten jetzt gerade noch einen Termin. Der Dirk ist hier gerade am Volltanken. Und danach fahren wir weiter zur Steffi und zur Mareike. Die sind ja schon in Bayern. Lieblingsbeschäftigung. Ja, neues Auto Hobby. Auf jeden Fall. Wir tanken noch extra an der Autobahn, damit es richtig teuer ist. Wo liegt der Liter? Wir wollen ja nicht sparen. Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt, was der Liter Sprit hier kostet. Will ich wissen? Das will keiner wissen. Ich habe auch, glaube ich, so teuer noch nicht getankt. 2,15? Schlimmer. Ja, bitte? Viel schlimmer. Wie viel? Also da steht 2,26 Euro. Das ist kein Scherz. Aber Freunde, ihr könnt euch auf was gefasst machen. Wir kommen nämlich dem Schnee immer näher. Ja. Und wenn wir schon den Nismo und den M4 dabei haben. Ach ja, und noch den M2 von der Steffi, wisst ihr, glaube ich, was euch blüht oder was uns blüht. Genau, wir hoffen, dass wir ein bisschen Schnee finden. Wir werden Samstag mal Richtung Berge fahren. Einen wunderschönen guten Morgen aus Mehring. Wir haben uns gestern leider nicht mehr gemeldet. Wir waren noch essen zu fünft und sind dann auch recht zügig ins Hotel gegangen. Wir hatten echt eine lange Fahrt. Der Dirk und ich sind gerade die Autos am Waschen. Ich sitze hier, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, im M4 von Mareike. Macht einfach super Spaß, das Ding. Genauso wie der Nismo. Ich bin ja gestern den meisten Teil gefahren. Durchschnittsgeschwindigkeit ungefähr 160 und ich muss sagen, das ist ein richtig geiles Reisecoupé, obwohl du damit wirklich alle nass machen kannst, die dir irgendwie auf den Keks gehen oder so. Also echt richtig, richtig geil. Wir waschen jetzt hier mal eben und dann würde ich sagen, geht's auch schon direkt weiter. Guten Morgen. Ich hab gerade schon erzählt, was gestern noch so abging. Was war denn gestern? Nix mehr. Wir waren direkt essen und okay, dann... Okay, war ja dann eine kurze Geschichte, ja. Genau, ja, war eine ganz kurze. Heute Morgen war Kopfschmerzen bei mir. Und dann nochmal ins Bett und jetzt haben wir Mittag und jetzt bin ich wach. Sehr gut. Die Autos sehen aus wie Sau von der Fahrt gestern, ne? Ja, ich habe gerade schon erzählt, dass das ein super Reisecoupé ist, dass man damit echt geil fahren kann. Kann man. Er ist noch völlig versifft, ne? Eigentlich müsste ich eine Unterbodenwäsche kriegen irgendwo. Ich habe gerade schon den Hotogranniger mal drunter gehalten, um den ganzen Siff wegzukriegen. Machen wir jetzt mal ein bisschen Schaum drauf und gucken, dass wir die Karren ein bisschen sauber kriegen. Das sitzt total fest hier. Ich dir das an. Aber ist egal, Auto wir kriegen gefahren. Das hin, wir kriegen das hin, wir schaffen das. Der Nismo ist zum Fahren da. Völlig richtig. Zum Spaß haben. Genau. Wir machen jetzt mal ein bisschen die Autos sauber. Ich hoffe, spätestens dann werden wir Steffi und Mareike treffen. Ja, ich denke schon, ne? Die sind auch bei Steffi jetzt, ne? Ja, genau, die machen sich gerade fertig. Genau. Der Louis wird ausgeführt und dann geht's los. Wir müssen Schnee suchen später. Oder spätestens morgen müssen wir Schnee suchen. Auf jeden Fall. Alles klar, wir machen jetzt mal. Bis später. Lecker Spaghetti. Spaghetti. Das habt ihr heute also den ganzen Tag gemacht. Ja, fast. Aber Birk, erzähl du doch mal, was du denn heute so den ganzen Tag so getrieben hast. Ich hab dein Auto gewaschen. Stimmt. Ich hab dein Auto umgeparkt. Stimmt. Nee, da warst du schon auf jeden Fall echt produktiver als ich es war. Wir machen mich heute wieder faul. Heute war nämlich leider nicht so viel. Wir haben es uns aber auch vorgenommen, heute nichts zu machen. Genau, weil ab morgen geht es nämlich ab. Na, wie geht's dir nach der Bolo gestern, hä? Oh, ich bin noch so satt. Also, ich liebe ja unsere Bolognese, die machen wir auch immer schön selbst. Also, alles klein schnibbeln und Steffi macht dann schön das Hack schön anbraten von allen Seiten. Und dann schön dann... Ach, egal, das interessiert die Leute nicht. Für uns geht es jetzt in den Schnee. Wir fahren nämlich ins tiefste Bayern und wir haben noch vor, Bilder zu machen mit Plauzi. Das ist natürlich super, wenn man vorher sich mit Bolo vollgestopft hat. Aber egal, wir machen Bilder für unseren Feed und wir haben vor, also ich habe vor, das allererste Mal mit dem Schätzchen hier im Schnee ein bisschen Spaß zu haben. Aber ich weiß halt nicht, ob es gleich klappt oder nicht, weil ich den Wagen auch nicht kenne. Also klar, BMW quer muss eigentlich funktionieren, aber ich habe es noch nicht ausprobiert, also kann ich es nicht versprechen. Kann auch sein, dass es gar nicht klappt, weil ich zu doof bin dafür oder so. Ja, Quatsch. Ich drücke dir die Daumen, das wird gut. Ja, wir schauen gleich mal. Lass dich überraschen. Los? Ja.
Ab alles geht's. Klar. So, die Steffi muss jetzt noch vom Klo kommen und dann geht's in den Schnee. Bis gleich. Bis gleich. Hallo. Du hast eine wunderschöne Heimat. Danke. Hier ist es sehr, sehr schön. Ich bin gerade richtig stolz, ja, dass echt wir cool. so tollen Schnee haben. Das haben wir in NRW leider nicht. Also alle nach hier. Alle auf nach Bayern. Hallo, ich bin Alex. Komme nicht so, obwohl es weitwinklig, ne? Ja. Ja, ich bin Alex. Und ich bin auch dabei. Und ich bin auch dabei. Genau, du bist der Gute. Der gute Kameramann von uns. Ja, danke. Ich hab dich lieb. Hi, ich bin der Tom. Ich bin auch hier. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache, aber... Du machst die queeren Sachen. Genau, wir schauen mal, was hier so machbar ist. Abgesperrte Teststrecke hier. Wie gehabt? Genau, wie gehabt. Man sieht es hier. Man kann ja. hier ein bisschen mal... Ja. Genau, der kommt hier runter. Wir ja. winken dem mal, dass das alles gut abläuft. Genau, Handy am Steuer. Ja, okay. Sehr gut. Ja. Das sind leider Gottes 50 Euro, soweit ich weiß. Genau, und ein Punkt. Nicht zu vergessen. Also wir hatten ja den Plan, dass wir hier zwei, drei Shootings machen, ein bisschen durch den Schnee fahren, uns ein bisschen die Berge anschauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat bis hierhin auch wirklich sehr, sehr gut geklappt. Wir haben zwei, drei Spots gehabt, konnten auch ein bisschen Driften üben im Schnee, durften wir natürlich auch. Und das hat der Mareike auch ganz doll viel Spaß gemacht. Die Bilder habt ihr ja gerade gesehen. Und jetzt will Steffi den Schrimpi hier noch ein bisschen shooten. Und ich glaube, dann werden wir uns auch schon langsam wieder auf den Heimweg machen. Wir haben nämlich auch schon... 4 Uhr und hier wird es auch gleich schon wieder dunkel, aber ein bisschen zeigen wir euch nochmal. Nach 5 ist Sonnenuntergang, haben wir vorhin gegoogelt. Ja, ja. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit ja. und dann geht es gleich auch wieder zurück. Ich denke, dann wird noch gegessen, ein bisschen Foto, Video aussortiert ja. und dann haben wir auch schon Sonntag, weil am Sonntagabend geht es nämlich auch schon nach... Aulitzki, nach Neuendettelsau. Genau, und da haben wir Montag auch noch was ganz, ganz Cooles vor. Seht ihr aber alles noch? Wir shooten jetzt noch und dann machen wir uns am Heimweg, oder? Ja, so langsam. Ja, so langsam. Oder hast du noch eine schöne Immobilie im Angebot, Tom? Immobilienanfragen bitte erst ab Dienstag nächste Woche. Ansonsten, ja, relativ schöne Gegend, ruhig. Man hört ja hier ein paar Motorradfahrer unterwegs, selbst bei den Temperaturen. Ja, hier die Berge im Hintergrund ist natürlich von der Kulisse ja. und vom Panorama natürlich. Wir haben natürlich extra fürs Video aufgebaut. Ja. ja, das ist doch gar kein echter Schnee, das ist alles Watte. Nein, das ist alles Pappmaché und ein bisschen Watte.